Herzlich willkommen, verehrte Zuschauer, zur Chefsache. Das Anlegermagazin Der Aktionär hat die 5 Börsendinos an einem Tisch versammelt. Und namentlich sind das Bernhard Jünemann, Hermann Kutzer, Stefan Risse, Raimund Brichter und Friedhelm Busch. Und was die Experten gesprochen haben und vor allem welche Erkenntnisse des großen Expertengipfels für Sie als Anleger besonders interessant sind, das verrät uns jetzt Martin Weiß. Er ist der stellvertretende Chefredakteur vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Weiß, was kommt denn da eigentlich raus, wenn man geschätzte 150 Jahre Börsenwissen, Börsenerfahrung an einem Tisch versammelt? Eine sehr lebhafte Unterhaltung. Das können wir vorstellen. Es geht sehr viel um Geldanlage, Vermögensaufbau, natürlich auch um die Schuldenkrise, die uns ja seit jetzt an einigen Monaten wieder stärker beschäftigt, um solche Themen, die unsere Leser dann sicherlich auch interessieren. Aber wie gesagt, es ist nicht eine Meinung, die da vertreten wird, sondern es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ist sicherlich auch ein bisschen unterhaltsam. Ja, absolut, absolut. Das sind ja alles Leute, die wirklich Ahnung von der Materie haben und die auch wirklich auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen können. Da kommen dann schon sehr interessante Anekdoten auch zur Sprache. Aber unterhaltsam und trotzdem informativ. Sind ja auch Menschen, die hier und da dann im Fernsehen zu sehen sind. Also gewissermaßen Kollegen von Ihnen und mir. Was haben die jetzt so für Strategien? Wenn da jetzt 5 Börsendinos zusammenkommen, die haben ja unterschiedliche Strategien. Kann man das so sagen? Man kann jetzt nicht einzelne Strategien hervorheben, weil sie sich doch in Teilen immer wieder mal doch sehr ähnlich sind. Auf der anderen Seite dann plötzlich wieder weit auseinandergehen. Thema Gold zum Beispiel, bei dem sich sicherlich kein Konsens finden lässt. Also es gibt Leute wie Friedhelm Busch zum Beispiel oder auch Bernhard Jünemann, die wenig optimistisch für Gold sind. Dann ein Stefan Risse, der sagt, Gold ist auf jeden Fall weiterhin ein wichtiger Inflationsschutz, der allerdings dann auch ganz klar sagt, wir haben momentan kein Inflationsszenario und deshalb bewegt sich auch Gold einfach nicht von der Stelle. Also wie gesagt, hier gibt es schon unterschiedliche Auffassungen. Gibt es irgendwelche Themen, wo die sich einig sind, wo man sagen kann, die Börsendinos, die setzen jetzt auf diesen Wert zum Beispiel? Also einig sind sich zunächst einmal alle darüber, dass das Thema Zypern die Märkte deshalb nicht so belastet hat, weil die Anleger ganz einfach zu dem richtigen Schluss gekommen sind, dass Zypern jetzt nicht die enorme Bedeutung für die Eurozone hat. Das ist ja auch richtig. Die Wirtschaftsleistung beträgt gerade mal die Hälfte von Bremen. Also das muss man schon in Relation setzen. Einig sind sich auch darüber alle, dass der DAX entsprechend stabil reagiert hat. Und einig sind sich vor allen Dingen alle darüber, dass an der Aktie einfach kein Weg vorbeiführt. Und hier wird es natürlich sehr interessant für unsere Leser, weil das ist ja etwas, was der Aktionär auch schon seit längerer Zeit jetzt sagt, in dem momentanen Setup, niedrige Zinsen, niedrige Inflation, gibt es eigentlich keine Alternative zur Aktie. Wie läuft denn eigentlich so ein Gespräch ab? Normalerweise könnte man doch solche Börsen- und auch Medienprofis einfach an den Tisch setzen, ihnen ein Stichwort geben, ein beliebiges, und dann ein Aufnahmegerät auf den Tisch legen und sagen, jetzt unterhaltet euch mal und ich komme nach 2 Stunden wieder und habe dann im Prinzip meinen neuen Aktionär gefüllt. Oder Sie werden nicht glauben, es gibt ja ein Buch zu dem Thema, die Börsendinos rettet die Aktie. Da ist es natürlich genauso auch passiert. Bei uns war es jetzt so der Fall, dass der Kollege in Frankfurt auf der Messe mit den Experten gesprochen hat, aber ebenfalls wieder, man hat sich zusammengesetzt, dann werden Stichpunkte geliefert und da muss man dann keine großen Vorgaben mehr machen, weil jeder der Herren natürlich derartig im Stoff steht und auch was die aktuelle Berichterstattung natürlich betrifft, im Stoff steht, dass sie sofort loslegen können. Vielleicht muss man den einen oder anderen mal so ein bisschen ausbremsen und sagen, komm, lass uns den anderen auch mal was sagen. Ja, natürlich möchte jeder gerne seine Argumente nochmal vorbringen und dann auch wirklich nochmal bis zum Ende erklären, wie das jetzt alles gemeint ist, aber das sprengt dann natürlich den Rahmen und deshalb geht man am Ende dann auch her, nimmt die wichtigsten Aussagen, was ja an der Gesamtaussage letztendlich nicht schmälert, nimmt dann die wichtigsten Aussagen und verpackt die für den Leser so, dass es wirklich interessant ist. Und das kann ich schon versprechen, das Gespräch war interessant. Gut, dann wollen wir nicht allzu viel davon vorwegnehmen. Es soll ja der eine oder andere noch den Aktionär dann kaufen und dann dieses spannende Gespräch in aller Ausführlichkeit zu Hause nachlesen können. Sie haben das Vorwort geschrieben zu dieser Ausgabe von Der Aktionär und Sie gehen da relativ kritisch ins Gericht mit dem Hochfrequenzhandel. Warum? Es ist kein Geheimnis, dass ich, was den Hochfrequenzhandel betrifft, eher kritisch bin. Ich sehe keinen volkswirtschaftlichen Nutzen von Hochfrequenzhandel. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass an der Börse gewisse Spielregeln eingehalten werden sollten, was Transparenz betrifft, was auch Fairness
betrifft. Ich glaube, dass hier mit diesem Hochfrequenzhandel, mit diesem ultraschnellen Handel, dass das für normale Anleger nicht nachvollziehbar ist und dass er erhebliche Gefahren in sich birgt. Nämlich, das haben wir in den vergangenen Monaten mehrfach erlebt, dass die Kurse wild ausschlagen, weil die Programme einfach nicht mehr funktionieren. Kein Mensch ist dann in der Lage, rechtzeitig den Stecker zu ziehen. Und am Ende heißt es immer, wir werden zukünftig, wird man das Problem in den Griff bekommen, genau bis zum nächsten Moment, wo das wieder passiert. Das ist Quatsch. Das schadet den Börsen. Das schadet natürlich auch dem Anspruch, den Anlegern draußen zu signalisieren, die Börse ist mehr als ein Tollhaus. Sie ist nicht nur ein Hort der Spekulation, sondern hier kann vernünftig und seriös Geld angelegt werden. Und man muss sich nicht darüber Sorgen machen, dass irgendwelche Spieler und Zocker die Kurse kaputt machen. Früher hat man mal so flapsig gesagt, wenn man einem Laien einen Computer erklären wollte, dass man gesagt hat, so ein Computer ist ein superschneller, aber eben Vollidiot. Weil er kein Leben hat, keine Intelligenz, will ich nur sagen. Wollte ich gerade fragen, hat sich da was geändert? Sie sind noch schneller geworden, aber es ändert ja nichts daran. Natürlich gibt es Programme, diese Algorithmen, die dann nachschauen. Die doch schon sehr intelligent sind. Ja, aber letztendlich nicht intelligenter als diejenigen, die sie programmiert haben. Und dann sind auch keine Dummies. Sie müssen sich eins vorstellen. Schauen Sie, es ging ja das Vorwort darum, dass offensichtlich die Finanznachrichtenagentur Reuters Thomson angeblich, das wurde bestritten, verschiedene Hochfrequenzhändler dabei bevorzugt haben soll bei wichtigen Daten, die veröffentlicht werden. In zwei Sekunden, das können wir kaum erfassen an Zeitspanne. Genau, aber ein Computer kann in dieser Zeit natürlich, vor allem Hochleistungscomputer können in dieser Zeit Millionen Berechnungen anstellen. Da kommen sie gar nicht mit und deshalb ist das auch so gefährlich. Wenn es schief geht, geht es richtig schief. Und da kann alleine bis zu dem Moment, wo es auffällt, dass es schiefgegangen ist, bis jemand dann wirklich auf den Knopf drückt und sagt, oh stopp, schade, da sind die Kurse schon in die Höhe geschossen oder in die Tiefe gefallen und keiner kann was dagegen unternehmen. Und das ist natürlich, das läuft meiner Meinung nach in die falsche Richtung. Was letzte Woche ja passiert ist, Mario Draghi, EZB-Pressekonferenz, da hat er sich ja sehr, sehr negativ geäußert über die Wirtschaft in der Eurozone. Also da waren viele, viele dunkle Wolken, die er beschrieben hat. Und der Euro ist in dieser Rede in sich zusammengefallen. Da war irgendwann nur noch bei 1,27. Dann zwei Stunden später war er wieder bei fast 1,30. Also worauf ich hinaus will, diese Schwankungsfreude beim Euro, da sollte man vielleicht nochmal ganz kurz zu den Börsendinos zurückkommen. Da sind die sicherlich die Fetzen bestimmt auch geflogen beim Euro. Oder haben die da eine Meinung, die man zuspitzen kann? Die halten sich relativ bedeckt, was den Euro betrifft. Der Euro ist eine Totgeburt? Oder? Nein, überhaupt nicht. Nein, das hat keiner gesagt. Ganz im Gegenteil. Das heißt, der Euro wird schon lange tot gesagt. Ja, das sehen wir ja jetzt mittlerweile auch seit zwei, drei Jahren. Die Dinos ja auch, ja. Seit zwei, drei Jahren wird ja gesagt, der Euro fährt gegen die Wand. Nichts ist passiert. Also jeder redete vom Zusammenbruch der Eurozone. Nichts ist passiert. Bisher ist die Schuldenkrise eigentlich, ich will nicht sagen im Griff, denn das kann man kaum abschätzen, aber die Märkte funktionieren weiter und wir sehen ja momentan am DAX, dass die Anleger relativ gefasst und auch gelassen sind. Also dann fassen wir das vielleicht auch kurz zusammen. Die Börsendiener sind auch relativ gefasst und gelassen, ja. was den Euro angeht. Ich wollte noch ein anderes Thema anschneiden. Und zwar versprechen Sie Gewinne wie im Rausch. Es ist so ein kleines Wortspiel und Spiel mit Bildern. Es geht um Marihuana. Ja. Müssen Sie mich aufklären. Ich denke, Marihuana ist strengstens verboten. Naja. Kommt drauf an, wo Sie leben. In den Vereinigten Staaten ist es momentan auf Bundesebene auf jeden Fall noch verboten. Das ist Marihuana steht auf einer Stufe mit Heroin. Das heißt, Besitz, Herstellung, Vertrieb steht unter Strafe. Aber man merkt, dass die Front der Gegner bröckelt. Also Marihuana wurde in bestimmten Medikamenten bereits zugelassen. Da gibt es auch eine legale Verbreitung dieser Drogen, allerdings nur zu medizinischen Zwecken, also zur Behandlung von kranken, extrem kranken Menschen. Im vergangenen Jahr hat sich dann abgezeichnet, dass die ersten Bundesstaaten auf Länderebene beschlossen haben, Marihuana zu legalisieren, also den Freizeitgebrauch, wenn man das so sagen will, kleine Mengen. Für zu Hause, ja, genau, so ein bisschen einen Joint anstecken, das ist legal. In zwei Staaten bisher. Okay. Welche sind das? Das ist einmal Washington und... Das wundert jetzt, also das in Washington, also quasi... Der Bundesstaat Washington. Ja, okay, Washington D.C. ist ja dann genau, wurde, der Hauptstadt von Washington. Wurde das halt... Per Volksabstimmung wurde es auf den Weg gebracht. Ist ja interessant. Und es gibt jetzt mittlerweile, es gibt aber auch ein kleines Problem. Das Problem ist nämlich, es ist dann auf Länderebene
mag es legalisiert sein. Es gibt mittlerweile mehr als ein Dutzend Bundesstaaten, die das ins Auge gefasst haben, diesen Weg zu gehen. Auf Bundesebene ist es weiterhin strafbar. Wie kriegen wir jetzt den Dreh von zwei Bundesstaaten, wo Marihuana für den privaten Gebrauch legalisiert ist oder wird, zur Börse? Es ist so gewesen, dass als die ersten Meldungen über die Ticker liefen, dass Marihuana legalisiert werden soll, dass die Aktien von Unternehmen, die mit dem Anbau beschäftigt sind, für medizinische Zwecke, dass sie enorm in die Höhe geschossen sind. Also da gab es dann innerhalb ganz kurzer Zeit exorbitante Kursgewinne. Die Sache ist so, dass wir das natürlich schon damals verfolgt haben, dass wir aber gesagt haben, das ist uns eigentlich zu gefährlich. Punkt A, wie gesagt, auf Bundesebene wird das Ganze noch strafrechtlich verfolgt. Punkt B, die Unternehmen waren nicht an den regulierten Märkten, sondern im Freiverkehr, also OTC, beziehungsweise in den Pink Sheets, die noch weniger reguliert sind. Das ist normalerweise eher das Spielfeld von Zockern und Betrügern, um es mal einfach so auszudrücken. Aber jetzt hat sich das etwas geändert, und zwar durch ein Unternehmen, das eben nicht aus Amerika kommt, sondern das aus Großbritannien kommt. Ein sehr kleiner Player, ein Pharmaunternehmen, wenn man so sagen möchte, die ein Produkt, ein Spray auf dem Markt haben, das ebenfalls Marihuana enthält, das eingesetzt wird, um die Folgen von Multipler Sklerose beispielsweise für die Erkrankten, um die Folgen zurückzunehmen. Das ist eine fürchterliche Erkrankung, ja. Genau, und dieses Unternehmen hat natürlich, der Aktienkurs hat sich schlecht entwickelt in den vergangenen Monaten, und das Management hat aber gesehen, dass an der Wall Street jetzt richtig, dass es richtig hoch hergeht, dass ein richtiger Hype losgetreten wurde. Und das Unternehmen hat deshalb beschlossen, wir gehen Ende April, gehen wir ebenfalls, lassen wir uns an der Wall Street notieren. Und da haben Sie jetzt gesagt, das ist so eine heiße Geschichte, die kann richtig durchstarten. Deswegen der Hotstock der Woche. Ja, genau. Alleine in der Ankündigung lagen 40% Kursgewinn schon drin. Aber wir glauben, dass das eben noch nicht vorbei ist, das Thema. Weil wenn sie erstmal gelistet sind, wenn das jetzt wirklich vorangeht, wenn das gelistet wird, dann glauben wir, dass viele US-Investoren, die ja auch momentan noch das Problem haben, dass die Assets, die sie in ihren Portfolios haben, also dass die US-Aktien teilweise noch das Damoklesschwert über sich haben, dass sie illegal, halb in der Illegalität arbeiten, dass die wechseln könnten, weil dieses Unternehmen GW Pharmaceuticals das eben nicht tut. Das ist alles hochlegal, was das Unternehmen macht. Das Listing in New York ist da, wie gesagt, nur ein konsequenter Schnitt. Es ist sehr, sehr heiß, die Geschichte. Absolut. Marihuana an der New York Stock Exchange gelistet. Also nur wenig. Das hätten wir uns vor 10 Jahren nicht träumen lassen, dass es mal so eine Headline gibt. Also das ist der Hotstock. Also wirklich hochspekulativ. Fast schon langweilig kommt da Lenovo daher als chinesischer Computerriese. Aber Sie sagen, jawohl, das ist auch ein Top-Tipp, der ist allerdings nicht spekulativ, sondern der ist eher konservativ. Das ist absolut konservativ. Lenovo ist der zweitgrößte PC-Hersteller der Welt. Die Story bei Lenovo ist, dass das Unternehmen jetzt in den Smartphone-Bereich stärker, also es ist eigentlich schon im Smartphone-Bereich vertreten, will jetzt aber richtig Gas geben. Und das hat absolut den Hintergrund, dass natürlich im laufenden Jahr, sagen wir, 350, 360 Millionen PCs verkauft werden. 900 Millionen Smartphones, und ein Drittel davon geht nach China. Und Lenovo als chinesischer Player hat natürlich da einen Heimvorteil gegenüber Samsung und auch beispielsweise Apple. Ist mit den richtigen Produkten, vor allen Dingen sehr kostengünstigen Produkten, zur richtigen Zeit am richtigen Markt. Und unserer Meinung nach ist das auf jeden Fall ein konservativer Top-Tipp. Also dann bin ich ja froh, dass wir mit sowas Konservativem, mit einem Computerhersteller aus der Sendung rausgehen und nicht mit so etwas halb spekulativen Eisengeschichten wie Marihuana. Martin Weiß vom Anlegermagazin der Aktionär. Vielen Dank. Gerne. Und auch Ihnen vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Wir haben also gelernt, die Dinos sind noch lange nicht ausgestorben. Wir haben 5 Börsendinos an einen Tisch gebracht. Und was da rausgekommen ist, das ist nicht nur überaus unterhaltsam, sondern auch überaus spannend und lehrreich. Noch mehr heiße Themen gibt es in der neuesten Ausgabe vom Anlegermagazin der Aktionär. Bis nächste Woche.